Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Wir häkeln heute Eierkörbchen oder Eierbecherchen oder auch Eierhütchen. Man kann ganz vielfältig damit arbeiten mit diesem Muster. Unter anderem dient es auch für den Körper für meine Schäfchen. Moment, ich muss das Ei anziehen. So, huch. Jetzt für diese zauberhaften kleinen Eierwärmer in Schäfchenform ist genau dasselbe Muster für den Körper genommen und ist also sehr vielfältig. Heute arbeite ich statt mit dem dünnen Baumwollgarn, was ich eigentlich hierfür genommen habe, mit einem etwas dickeren Baumwollgarn für Nadelstärke 4. Weil ich glaube, das sieht man besser gerade am Anfang, wenn ich etwas größere Baumwolle dafür nehme. Wir benötigen also heute Baumwollgarn für Nadelstärke 4, eine passende Häkelnadel, eine Schere und natürlich eine Vernähnadel und wie gehabt, wie so oft bei mir, Perlenspitze oder auch Knöpfe in verschiedenen Formen. Ich habe dann noch eine kleine Info für euch, wenn ihr mir im Nachhinein unten in die Kommentare schreibt, wo ihr meinen Kanal gefunden habt, dann verlose ich, also nicht nur dann, auch sonst unter allen Kommentaren verlose ich ein kleines Sammelsurium an Knöpfchen und Perlen. Und wenn ein paar mehr antworten, dann entscheidet natürlich das Los. Dreimal werde ich verschicken. So, ich würde sagen, wir beginnen. Wie gesagt, mit dem Baumwollgarn für Nadelstärke 4. Wir beginnen mit einem Fadenring. Wie gehabt, das offene Ende nach oben. Den Faden hier durchziehen, fixieren und durch die Schlaufe nochmal den Faden ziehen. Dann arbeiten wir in den Fadenring 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ziehen den Fadenring zusammen. Haben jetzt hier 6 feste Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. In die erste feste Masche, in die, arbeiten wir jetzt eine Noppenmasche und eine feste Masche. Die Noppenmasche in unserem Fall besteht aus 4 Stäbchen, dafür einen Umschlag, in die feste Masche rein, den Faden holen, wie bei einem Stäbchen jetzt die 2 abmaschen, die bleiben auf der Nadel, wieder einen Umschlag, den Faden holen, wieder nur die ersten beiden Schlingen, nochmal, und noch ein viertes Mal. Und jetzt durch alle Schlingen durch. Damit ist unsere erste Noppe fertig und in dieselbe Masche nochmal eine feste Masche. Das nächste wird genauso gearbeitet. Wieder eine Noppe aus 4 Stäbchen. 1. 2, 3, 4, durch alle durch und noch eine feste Masche in dieselbe Masche. Das Ganze wiederholen. 1.
1, 2, 3, 4, durch alle wieder durch und wieder eine feste Masche in dieselbe Masche. Jetzt haben wir schon 6 feste Maschen behäkelt. Folgt die vierte wieder mit einer Noppe. 1, 2, 3, 4, wieder durch alle durch und noch eine feste Masche in dieselbe Masche. Noch die fünfte feste Masche aus dem Fadenring. 1, 2, 3, 4, noch eine feste Masche. Und in die sechste feste Masche der Vorrunde kommt nur eine Noppe, also ohne zusätzlicher fester Masche. 1, 2, 3 und 4. Alle durch und jetzt, wie gesagt, keine zusätzliche feste Masche in diese feste Masche. Jetzt kommen in die Masche der Noppe, der ersten Noppe aus unserer Runde, 3 feste Maschen. Also hier rein. 1, 2, 3. Und in die feste Masche der Vorrunde kommt eine Noppe. 1, 2, 3 und 4. Alle durchziehen. Und dann kommt die nächste Masche. Also die Noppenmasche der Vorrunde, da wieder 3 feste Maschen rein. 1, 2, 3 und darauf folgt wieder in die nächste Masche eine Noppe. Eins, 2, 3, 4, durch alle durch und in die nächste wieder 3 feste Maschen. 1, 2, 3 und wieder eine Noppe, 1, 2, 3, 4, durch alle durch und darauf folgen wieder 3 feste Maschen. 1 wieder eine Noppe. Gleich sind wir auch rum. 1, 2, 3, 4. Drei feste Maschen in die nächste. 1, 2, 3, eine Noppe in die nächste, 1, 2, 3,
4. Und jetzt nochmal 3 feste Maschen. 1, 2, 3. Jetzt haben wir 3 feste Maschen am runden Beginn und 3 feste Maschen am runden Ende. Und das ist genauso richtig. Also wenn ihr jetzt richtig gefolgt seid, dann muss es genauso aussehen. Ja? 3 feste Maschen beginnen und 3 feste Maschen enden auch. Jetzt legen wir uns da einen Markierungsfaden rein, damit wir nachher sehen, wo die Runde zu Ende ist. Und beginnen in die erste feste Masche der Dreiergruppe hier eine Noppe. 1, 2, 3, 4. In die nächste feste Masche der Dreiergruppe kommt auch eine feste Masche. Und in die dritte feste Masche kommt wieder eine Noppe. 1, 2, 3 und 4. Jetzt haben wir die ersten 3 festen Maschen gehäkelt, sind an der ersten Noppe der Vorrunde angekommen und in diese machen wir eine feste Masche. Und es folgt wieder eine Dreiergruppe aus festen Maschen. In die erste wieder eine Noppe. Drei. Und vier. Die nächste feste Masche kommt ebenfalls eine feste Masche. Und in die dritte feste Masche wieder eine Noppe. 1, 2, 3, 4. Jetzt sind wir wieder über einer Noppe angekommen und dort kommt wieder eine feste Masche rein. Und so sieht man schon, dass es ein Muster ergibt. Immer in diese Dreiergruppen aus festen Maschen kommt eine Noppe, eine feste Masche, eine Noppe. Und über die Noppe kommt immer wieder eine feste Masche. Immer im Wechsel, einmal bis wir zum Markierungsfaden wieder beim Markierungsfaden angekommen sind. Ich bin jetzt fast am Markierungsfaden wieder angekommen. Das heißt, mir fehlt noch die letzte Noppenmasche, also die letzte feste Masche der Vorrunde, muss ich jetzt noch behäkeln mit einer Noppe. 1, 2, 3, 4, einmal durch. Und wenn ihr jetzt richtig alles richtig gemacht habt, dann endet die Runde mit einer Noppe und es hat auch mit einer Noppe begonnen. Also das ist genau so, wie es sein soll. Wir legen den Faden rum und in die Noppe kommt jetzt wie immer eine feste Masche und in die feste Masche der Vorrunde kommt eine Noppe. Hier. Über die nächste Noppe kommt wieder eine feste Masche und in die feste Masche der Vorrunde kommt wieder eine Noppe.
kommt wieder eine Noppe. Und wieder eine feste Masche. Und so wird jetzt Runde für Runde weitergearbeitet. Mal hier ein bisschen zuziehen. So wird jetzt Runde für Runde weitergearbeitet. Am besten immer den Faden einmal hochlegen, damit ihr wisst, wie weit ihr seid. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe jetzt seit Einlegen des Fadens 5 Runden so gehäkelt. Immer eine Noppe und eine feste Masche im Wechsel. Also eine Runde, 2, 3, 4 und hier bin ich gerade beim Beenden der 5. Runde. Das heißt, mir fehlen jetzt noch 2 Maschen, die ich zu bearbeiten habe. Eine Noppe. Drei, vier und eine feste Masche. Nein, ich habe mich verzählt, es fehlt noch eine Noppe. So, 4. Und jetzt beende ich das Ganze mit einer Kettmasche in einer Masche, wo eigentlich eine feste Masche reinkäme und ziehe den Faden durch und schneide den lang ab, weil ich noch ein Henkelchen ranmachen möchte und ich brauche noch einen längeren Faden zum Vernähen. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier sieht man das auch nochmal. 1, 2, 3, 4, 5 Runden für ein Körbchen. Für das Schäfchen habe ich 7 Runden so gehäkelt und für eine Mütze auch. Das würde jetzt schon ganz gut auf ein Ei passen als Eierwärmer. Aber ich möchte ja ein Körbchen machen. Jetzt legen wir das erstmal beiseite und häkeln den Henkel. Dafür arbeite ich mit festen Maschen mit Fußschlinge, also den Fußschlingenanschlag. Dafür häkel ich mir erstmal 2 Luftmaschen, steche eine Masche in die erste Luftmasche ein, ziehe den Faden durch. Ziehe den nur durch eine Schlinge, arbeite somit die Fußschlinge und die feste Masche fertig. Dann steche ich hier unten ein, ziehe den wieder durch, arbeite die Fußschlinge und die feste Masche fertig. So mache ich das jetzt für circa 28 Maschen. So, ich habe jetzt hier meine festen Maschen mit Fußschlinge fertig. Möchte aber noch ein bisschen dicker den Henkel, wende also mit einer Masche und häkel nochmal die ganze Reihe, also in meinem Fall 28 feste Maschen, zurück. Die habe ich jetzt auch fertig. Dann schneide ich auch hier den Faden ab natürlich. Und habe im Prinzip schon meinen Henkel. Damit ich den aber noch mal so ein bisschen absetze, wie in dem, arbeite ich noch eine Reihe Kettmaschen in einer zweiten Farbe. Dazu ziehe ich durch die Mitte einen anderen Faden und ziehe jetzt immer durch die Schlaufen den Faden von unten holen, hier durch und so entsteht eine kleine Naht
die den ganzen Henkel auch noch mal ein bisschen stabiler macht. Jetzt habe ich diese kleine Naht aus Kettmaschen fertig. Von hinten sieht es so aus. Und den kleinen Henkel werde ich jetzt hier befestigen. Die eine Seite an meinem langgelassenen Endfaden und die andere Seite gleich mit den Fäden von dem Henkel auch am Körbchen auf der gegenüberliegenden Seite. Ich habe jetzt alle Fäden vernäht vom Henkel, habe den auf der einen Seite auch schon befestigt und habe jetzt noch hier den losen Endfaden von dem Körbchen, den ich jetzt hier einmal noch kurz vernähe. Und gleich dafür verwende auch den Henkel mit festzunähen. Das mache ich einfach mit ein paar Stichen nach rechts und links. Wir wollen ja keine Lasten tragen, sondern nur Eier oder vielleicht auch Schokolade für die Kinder. So, jetzt kann hier gleich ein Knöpfchen noch mit dran. Diesmal nehme ich ein normales Knöpfchen, kein Schmetterling. Na. Könnte man auf die andere Seite auch noch machen, weil die Löcher zu klein sind, reicht da ein Stich in dem Fall. So. Und jetzt kann im Prinzip ein Ei rein oder was auch immer. Und das Körbchen ist fertig. Wie gesagt, mit Baumwollgarn sieht das natürlich alles etwas fester aus, ist auch fester. Aber zum Zeigen und zum Üben fand ich es einfach besser mit etwas größerem Baumwollgarn, ist ja auch Baumwollgarn, mit dickerem Baumwollgarn zu zeigen. So, mein Versprechen möchte ich nochmal wiederholen vom Anfang. Wenn ihr mir darunter schreibt, wo ihr mich gefunden habt, über welche Kanäle, schenke ich euch oder ich verschenke dreimal Knöpfe und Perlen. Ein kleines Sammelsurium aus verschiedenen Perlen und Knöpfen. Sind es mehr als drei Kommentare, entscheidet natürlich das Los. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Häkeln. Schenkt mir natürlich auch gern ein Däumchen oder folgt mir auf Facebook, Instagram, Pinterest, wo auch immer. Ich bedanke mich. Und dann bis zum nächsten Mal.